Der erste Preis im Schönreden haarsträubender Missstände gebührt Ihnen, Frau Staatsministerin Claudia Roth, die bei der letzten EU-Ratstagung allen Ernstes lobend hervorhob. Sie haben dort gesagt, dass Museen und Bibliotheken den Menschen wegen der hohen Energiekosten im Winter zum Aufwärmen, im Sommer zum Abkühlen dienten, ihnen also Zuflucht, Schutz und Geborgenheit böten. Dies, mit Verlaub, ist Realsatire, ein unfreiwilliges Eingeständnis des eigenen totalen Scheiterns. Aber das Lachen dürfte den Bürgern unseres Landes im Halse stecken bleiben, denn sie haben mit ihren Steuergeldern dieses Fiasko auszubaden. Vielen Dank.